Die Impfsaison gegen die Grippe hat begonnen. An meiner Seite Dr. Ilona Walter vom Gesundheitsamt des Landkreises Bautzen. Kann man eigentlich vorhersagen, wann so eine Grippewelle kommt? Nee, das kann man nicht. Die Wissenschaftler rechnen alle 10 bis 15 Jahre so mit einer Grippewelle, aber so richtig sagen kann man das nicht. Aber wir müssen damit rechnen, dass jedes Jahr eine kommt. Laut den Statistiken geht die Zahl der Geimpften zurück. Kann man sich das irgendwie erklären? Nun, ein bisschen subjektiv ist das sicher auch, denn die Zahlen bei uns liegen so wie in den anderen Jahren. Aber Sie müssen so sehen, die Leute werden leichtsinniger, weil eben diese schweren Verläufe in den letzten Jahren ausblieben. Und zum anderen sind auch eine ganze Menge Impfgegner jetzt auch im Osten von Deutschland unterwegs, die gegen die Grippe und gegen andere Impfungen wettern. Was macht die Krankheit eigentlich so gefährlich? Was ist der Verlauf? Der Verlauf ist eben plötzlich beginnend und er kann harmlos sein, aber er kann eben noch Folgen schwerer Erkrankung bis hin zum Tod mit sich bringen, vor allen Dingen schwere Erkrankungen am Herz- und am Kreislaufsystem. Wer sollte sich impfen lassen? Impfen sollte sich jeder, der etwas älter ist. Also wir empfehlen über 50 und natürlich Leute mit vielen Publikumsverkehr, Menschenkontakten. Und natürlich Leute, die chronische Erkrankungen haben. Egal ob im Bereich der Lunge, der Niere oder ob es ein Diabetes ist. Sie empfehlen auch Schwangeren die Impfung. Da ist man ja immer so ein bisschen zweigeteilt. Nun, die Impfung ist seit ein paar Jahren für Schwangere empfohlen. Und man hat Studien vorliegen, dass also nichts Nachteiliges bei den geimpften Schwangeren aufgetreten ist. Im ersten Trimester ist man immer ein bisschen vorsichtig, weil dort die Organe gebildet werden. Aber laut Impfempfehlung ist der Impfstoff für die gesamte Schwangerschaft und Stillzeit geeignet. Wie sieht es eigentlich aus? Wie lange hält denn so eine Grippeschutzimpfung und bis wann sollte man sich so spätestens geimpft haben? Also der Grippeimpfstoff wird ja jedes Jahr neu zusammengesetzt, einfach weil die zirkulierende Virenmenge sich verändert. Er ist ausgelegt für ein Jahr und wir empfehlen immer so, Beginn im Oktober zu impfen. Man kann sich auch schon im September impfen lassen, aber erfahrungsgemäß haben wir Grippeerkrankungen immer erst Januar, Februar, sodass Oktober, November völlig okay ist. Wie sieht es eigentlich aus? Was ist der Unterschied zwischen einer Grippeschutzimpfung hier im Gesundheitsamt und bei der beim Hausarzt? Also eigentlich gibt es da keinen Unterschied. Sie können sich beim Hausarzt oder bei Ihrem behandelnden Arzt impfen lassen oder auch im Gesundheitsamt. Die Impfstoffe sind unterschiedlich, aber mit gleichem Wirkungsspektrum. Bei den Niedergelassenen werden die Impfstoffe per Ausschreibung über die Kassenärztliche Vereinigung festgelegt. Ich danke Ihnen fürs Gespräch. Bitte schön.